Es liegt in der Verantwortung des Menschen, Wissenschaft und Technik zu kontrollieren. Herr Vorstandsvorsitzender? Einen Traum mit jemand anderem teilen zu können, ist ein großer technologischer Fortschritt. Wenn allerdings unsere progressive Technik dazu geeignet ist, Gewalt im Traum zu erzeugen, dann wäre es wohl besser, sie wäre nie erfunden worden. Ich hoffe, wir beginnen nicht schon wieder diese Diskussion. Der Dezimini ist für die Wissenschaft so etwas wie ein Silberstreifen am Horizont der Psychotherapie. Er ist fähig, Träume zu kontrollieren. Und im Übermut ergeben sich damit ungeahnte Möglichkeiten. Es geht uns nicht um Kontrolle. Was wir damit nur versuchen wollen, ist eine intensivere Beziehung zu den Patienten aufzubauen. Thank you.